Einen schönen guten Tag, ich bin Papa Zock und wir spielen weiter Going Medieval. Hier mit Blick auf unser Brunnenhaus und auf unsere Taverne. So, dann lassen wir es weiterlaufen. Anna und Karl und Sigrun vergnügen sich tatsächlich in der Taverne. Oh, das funktioniert ja hervorragend. Schaut mal, da sind sogar einige jetzt hier. Trinken ein an der Bar. Kunigunde und Sigrun, dann die Tische. Kommt auch gut an. Paula hasst ihre Mitmenschen, trinkt oben alleine. Perfekt. Ich freue mir ein Loch ins Knie. Schaut mal, Leute. Nach den Wirrnissen und Katastrophen der letzten Folgen ist die Taverne fertig und die setzen sich hier hin und trinken und spielen und nehmen das Angebot an. Ist das herrlich. Ich war mir nicht sicher, ob das mit der Taverne so funktioniert, weil im Grunde ist ja alles oder alle Bedürfnisse, die die Taverne erfüllt, können die sich auch im Palast holen. Es gibt die Möglichkeit zu spielen, es gibt die Möglichkeit zu trinken. Wunderbar. Das ist herrlich. So. Jetzt haben wir hier unten drunter noch das Problem mit unserer instabilen Mauer. Ich fülle einfach weiter auf mit Lehm. Und hoffe eben, dass dann im Anschluss, wenn das irgendwann fertig ist, dass ich oben die Mauer wieder instand setzen kann. Wenn wir hier schauen, die Stabilität 4. Und hier ist die Stabilität mittlerweile auch 4. Das heißt, wahrscheinlich reicht schon. Wenn ich das hier kopiere und hier reinsetze. Und das hier kopiere. Okay. Das heißt, ich habe da unten jetzt genug gewerkelt und alles, damit die Mauer stabil genug ist. Das bedeutet aber trotzdem, ich lasse das Lager trotzdem so. Da verkünstle ich mich jetzt nicht weiter. Es liegt ein Haufen Leinenstoff noch rum. Ein bisschen Leder liegt rum. Ja, das bleibt so. So, dann kommen wir dazu. Was ich nicht weiß, ist, wie das mit dem. Also, ich weiß nicht, ob es geht. Erst beim zweiten Mal anklicken, weiß er wieder, dass die Maike hier liegt. Was ich nicht weiß, ich wollte ja mein Lagerhausdistrikt ein bisschen ändern. Ob. Wir bauen hier auf jeden Fall noch ein zweites Grab hin. Das hat aber rein optische Gründe. Ich würde gerne den Lagerhausdistrikt hier ein bisschen erweitern, das habe ich letztes Mal erläutert. Wir haben theoretisch auch unter dem Schnee hier irgendwo haben wir hier Weg. Das heißt, wir haben theoretisch Platz bis hier. Ich glaube, das fange ich mal an. Haben theoretisch Platz bis hier und können dann etwa so mit dem Lagerhaus anfangen. Es wird hier drin ein bisschen eng. Meine Wege sind zwar drei breit, das wird auch so bleiben. Das heißt, hier haben wir dann so einen kleinen Friedhof. Den werde ich auch nicht größer machen. Alle weiteren Friedhöfe oder Grabesanlagen werde ich wahrscheinlich tatsächlich in Form einer Krypta bauen. Vielleicht machen wir das hier ein bisschen anders. Und zwar machen wir den Bereich kleiner bis hier. Und so.
Und dann bauen wir hier die bekannten Zäune hin. Das heißt, es wird irgendwie so. Das heißt, wir haben hier eine kleine Grabesanlage. Ah, das ist gar nicht, ah, so doch. So. Die werden wir auch so beibehalten. Doch alle weiteren werde ich wahrscheinlich unterirdisch machen. Also ebenso wie eine Krypta. Da gefiel mir der Vorschlag vom. Jetzt haben die da schon wieder einen Feind reingelegt. Ah, oh, nervt mich das. Also bauen wir es wieder ab. Theoretisch ist es ja egal. Aber ich will nicht meine Dorfbewohner neben denen liegen haben, die uns hier ständig angreifen. So, es ist Tag 6 des Winters. Jetzt habe ich hier angefangen mit dem Lagerhaus. So. So, wir erweitern das bestehende Lagerhaus langsam Stück für Stück. So, der Schnee schmilzt. Und wir haben das erste Mal einen Blick auf unser Jesus, auf unser Werk hier. Hier ist es nicht so gelungen. Und zwar muss das noch weg. Und das. Und dann bauen wir das dahin. Dann müsste es passen. Was wir dann noch bauen können. Das passt irgendwie zum Dorfplatz. Sind Sitzgelegenheiten. Und in Ermangelung eines anderen Spiels werde ich auch hier nochmal Spielmöglichkeiten hinbauen. Ich habe halt nur die Backgammon-Tische. So. Und was mir gerade einfällt, weil hier der Platz so ein bisschen ungenutzt rumliegt, ich glaube, hier baue ich ein Holzlager hin. Das ist ja nicht so völlig falsch, dass die Taverne, die heizen muss, in der Nähe einfach Holz für sich bereithält. Das heißt, wir brauchen Material, Rohmaterial. Und er soll hier bitte nur Holz lagern. Die Priorität ist allerdings Mittel. Das heißt, er kann auf andere Lager ausweichen, aber zuerst hier das Holz hinlagern. Und dann haben wir auch hier so irgendwie eine Begrenzung zu unserem Dorfplatz. Das habe ich hier noch irgendwie. Habe ich nicht zu Ende gedacht, aber. Zumindest finde ich es nicht völlig falsch, hier neben der Kneipe erstmal ein bisschen Holz zu lagern. So. Wir lagern immer mehr Nahrung ein. Mittlerweile sind es 7000. So. Holzlager neben der Taverne. Ich habe mich immer noch nicht so richtig durchgewogen, ob es jetzt eine Kneipe, eine Taverne, ein Schankhaus ist. Es ist immer das Gleiche gemeint. So. Dann haben wir hier einen Eingang.
Dann brauchen wir noch eine Treppe. Die können wir eigentlich so bauen. Dann kann sie reinkommen und direkt ins Obergeschoss des neuen Lagerhauses gehen. Da können wir wieder schneller laufen lassen. Und dann werden wir hier so nach und nach unser Hauptlager einrichten. Ich überlege gerade, wenn hier das Hauptlager ist und ich überall so ein bisschen Platz lassen will zum Laufen. Was baue ich dann hier rein? Wenn hier das Lager ist. Das hier hinten können wir theoretisch abreißen und bauen dann hier an die Mauer. Vielleicht wird das hier die Schmiede. Ah, dann haben wir die Klamotten unten, haben wir den Stoff unten wieder doof gelagert. Aber das ist ja nur sekundär. Aber wobei, nein, wir lassen, glaube ich, das hier als Schmiede. Nein, als Werkstatt für die Bekleidung hauptsächlich. Und die Schmiede vielleicht hier unten hin. Dann hätte sie Nähe zum Lager. Was baue ich dann hier hin? Werden wir sehen. So, die Siedler sind wieder verärgert. Elisabeth, was stört dich? Hat eine Leiche gesehen. Das nervt sie immer ein bisschen, ja, ich weiß. So, warum arbeitest du bis mitten in die Nacht und beschwerst dich dann, Anna, dass du erschöpft bist? Stimmt was mit deinem Terminplan nicht? Nee, stimmt eigentlich alles. So. Der Dorfplatz nimmt so ein bisschen Gestalt an. Ich hätte gern so ein bisschen Wiese, weil der Dorfplatz ist ja so dreckige Erde. Also nicht der Dorfplatz, sondern der Boden in der Burg. Aber klar, es laufen ja auch ständig Leute drüber. Also es passt eigentlich, dass das niedergetrampelte Erde ist. Was soll es auch sonst sein? So. Wenn ich das jetzt hier einfach verlängere. Ich glaube, hier hinten machen wir es ein bisschen kürzer und bleiben dann von der Wand weg. Das wäre da hinten dann also so spiegelmäßig so. So. Und ich denke, wir werden hier doch irgendwie alles einlagern mit bestimmten Bereichen. Das ist mir einfach irgendwie möglich ist, einen Überblick zu behalten. Aber immer mit niedrigster Priorität. Das bedeutet, es wird Lager geben. Also wir werden hier Eisenerz einlagern können, aber die Lagerstätte bei der Schmiede für Eisenerz wird eine höhere Priorität haben. Das heißt, die wird zuerst befüllt. So, schaut mal, jetzt bauen sie hier das Holz hin. Das sieht ja gar nicht so völlig falsch aus. Wenn wir hier einfach ein Holzlager haben, schön. So.
Dann muss jetzt unsere Brennerei weichen. Ich glaube, die muss erstmal weichen, ersatzlos, weil ich sag Brennerei, ich meine aber Schmelze. Wir können erstmal auf die Schmelze verzichten. So, es ist Tag 7 des Winters, das heißt, mehr als die Hälfte ist rum. Jetzt weiß ich auch nicht, aber schaut mal. Ah, das gefällt mir plötzlich nicht mehr, aber wenn die Stühle sich so ähnlich stehen, sehen, dann versetze ich die einfach ein bisschen. Und dann haben wir da tatsächlich auf dem Dorfplatz noch mal ein paar kleine Spieltische hingestellt. Na also, das ist ja wunderschön. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass das so gut dann zusammenpasst. So. Ich denke, hier hinten bleiben wir bei diesem bei dieser Wand. Das heißt, wir müssen das Lager ein bisschen verkleinern. Das hier muss weg. Da hinten ist es noch ein bisschen blöder, weil ich eigentlich die Treppe einreißen muss. Jetzt bauen wir erstmal. Ah, wir brauchen eigentlich auf der Rückseite auch noch mal Eingang. Eigentlich doch genau so. So. Warum ist Anna wieder bewusstlos? Mitten auf dem Dorfplatz. Sie ist erschöpft. Haben die denn zu wenig Schlaf? Ich finde nicht, dass sie zu wenig schlafen. Ah, da oben geht meine. Da oben geht mein. Eine kleine Brücke, das entlang. Das Projekt habe ich auch schon eine Weile nicht mehr vorangetrieben. So, da oben geht die Brücke ran, dass sie schnell auch von hier zum Wehrgang kommen. So. Was steht denn hier mitten im Weg für so einen Posten? Haben Sie mittlerweile die Mauer repariert? Das haben Sie, das ist gut. Da wollte ich auch mal Verzierungen drauf bauen, ne? Habe ich auch nie wieder vorangetrieben und dran gedacht. Es läuft doch eigentlich ziemlich gut. Wir hatten unsere Down-Phase. Die haben wir, glaube ich, ganz gut überstanden und die Lektion gelernt.
falsch ausgeführte Pflanzen. Ernte. So. Ich überlege noch, ob ich vielleicht doch hier hinten die Schmiede reinbaue. Mir kommt dann nämlich eine Idee. So. Und so. Und so. Es wird schon ein großes Lagerhaus. Und dann bauen wir das Ganze zweistöckig. Ich glaube, ich werde das mal... Man könnte es vielleicht umbauen, aber ich glaube, ich reiße es mal ab. Was hier im zweiten Stock ist. So. Und dann schauen wir, wie wir es umstrukturieren. Auch wenn wir dadurch kurzfristig unser Lager verlieren oder Lagerfläche verlieren. So. Da liegen noch wirklich ein Haufen Zweige rum. Aber das ist, glaube ich, der Stoff, von dem wir dermaßen viel in unserer Stadt haben. So. So, es ist das, die Stütze für unser, für diesen Holzgang hier. Das werde ich auch so beibehalten. Wenn wir hier drei Felder haben wollen, würden wir die Mauer hier so hinterbauen. Das bedeutet, dass dieser Lagerplatz auch kleiner wird. Und zwar um diese Fläche. Und wir da zumindest den Boden abreißen. Ich glaube, den Boden reißen wir eh überall ab, weil dieses Weidengeflecht gefällt mir nicht mehr. So, wenn ich das jetzt hier so baue. Dann bekomme ich mit der Absperrung meines Friedhofs auch Platzprobleme. Aber irgendwann muss man sich auch mal eingestehen, dass diese komplette Symmetrie im Mittelalter einfach nicht da war. Wenn hier ein Eingang ist, muss irgendwie nach meinem inneren Monk auch da ein Eingang sein, dann wird der Eingang einfach ein bisschen verschoben. Ich glaube, so machen wir das. Wir verschieben einfach den Eingang ein bisschen. Bauen dann hier unser Lagerhaus. Da steht die Säule, die unsere Brücke oder unseren Übergang zum Wehrgang hält. Und hier reißen wir einfach ab und bauen nochmal zwei Türen rein.
So. Und hier waren jetzt eigentlich ziemlich viele Rohstoffe gelagert. Ich glaube, wir reißen nur Fußböden noch ab hier. So, dann können wir einen schönen Holzboden reinziehen. Und ich überlege, damit ich euch ein bisschen teilhaben lassen kann, es wird ja zweistöckig, ob ich nicht das Stofflager und die Schneiderei auf dieses Lagerhaus hier drauf baue, aus dem Gebäude die Schmiede baue. Dann haben wir immer noch unseren Industrie- oder unseren Wirtschafts- Dorfbereich. So. Jetzt müssen wir eigentlich den Bereich vergrößern. Ne, erstmal müssen wir ihn verkleinern. Nochmal um das hier, weil auch da eine Treppe hin muss. So. Und ich glaube, dann können wir das hier mal abreißen. Und uns dann noch überlegen, was denn hier so für Lager fehlen. Lasse ich hier den Weg frei zum Laufen? Fragen über Fragen. Aber eigentlich finde ich, dass ein Lagerhaus bei all den gut gemeinten Ideen und Wünschen mit Ordnung halten. Ich finde, ein Lagerhaus darf schon vollgestopft sein. Da liegt dann also auch unter der Treppe was, da liegt auch hinter der Treppe was. Wo man Platz findet, wird man da nutzen, um irgendwas irgendwie einzulagern. So, sie bauen den Holzboden, den man wieder nicht erkennt, weil der Schnee drauf liegt. Da liegt einiges an Holz. Oder machen wir es doch irgendwie zivilisiert mit dem Lager? So, was jetzt hier auf erstmal Mal reinkommt, ist ein Lagerplatz. Etwa so. Reicht das? Vielleicht so. Das ist viel zu groß. Ein Lagerplatz für 'diesen ganzen Reisigmist. Da kommt mal alles weg. Da soll nur da soll, wo ist es denn? Rohmaterial, Zweige. Da sollen die Zweige hin. Daneben
Ah, jetzt habe ich das andere Lager. Also das, was das andere Lager war, leider gelöscht. So. Daneben irgendwie so. Machen wir ein Lager für. Ausstattung haben wir woanders. Kadaver haben wir woanders. Nahrung haben wir woanders. Material. Das heißt, hier soll auf jeden Fall Material rein. Von mir aus auch wieder Zweige. Allerdings ist das Lager für die Zweige hier mit höherer Priorität. So. Das heißt, hier legen sie alles her. Und zwar den Stoff nicht, das möchte ich nicht. Hergestellte Sachen. Lehmziegel, Kalkziegel, Essig, Eisen, Bernstein, Mechanik. Ich glaube, das lasse ich hier. Das finde ich gar nicht so völlig verkehrt. Vorerst. Rohmaterial soll hier auf jeden Fall kein Holz her. Eigentlich auch keine Zweige. Dann ist das auch mit der Priorität hier egal. Dann machen wir das erstmal niedrig. So. Sonst sollen sie hinlegen. Salz, ja. Heu, von mir aus. Lehm. Lehm lage ich im Moment noch woanders. Lehm müllt auch relativ schnell das Lager zu. Kalkstein auch. Silber, Gold darf her. Eisenklumpen dürfen her. Kriegsführung habe ich eigentlich woanders. Abfall auch. Medizin auch. Strukturen will ich eigentlich erstmal gar nicht mehr lagern. Das hat, weil sie die Strukturen aus dem Lager ja gar nicht mehr benutzen. Das heißt, ich glaube, wir machen das erstmal so. Bereich erweitern. Wenn ich das jetzt so mache, sind es dann zwei verschiedene Lager. Ja, und ja. Bereich erweitern. Na. So. Ich glaube, das ist schon. Das ist, glaube ich, jetzt schon mehr Lagerplatz, als wir vorher hatten. Wir müssen auch gar nicht so viel umsortieren, glaube ich. Das ist alles mal von links nach rechts geräume. Aber ihr seht schon, das ist immer noch enorm viel von diesen Zweiggedöns. So. Dann brauche ich alle paar Blöcke. Das wäre jetzt 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. 1, 2, 3, 4. So. Irgendwie so müsste es passen. Und dann legen wir da ein komplettes Stockwerk obendrauf. So. Jetzt können wir da noch mal ein Lager bauen, das ähnlich groß ist. Oder ich fange an, hier schon das spezialisierte Lager zu bauen für meine Schneiderei. Was tun wir? Wir beachten auf jeden Fall unsere Sendezeit. Die ist nämlich vorüber. Ich verabschiede mich, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video, also bis morgen. Ihr wisst Bescheid, bleibt gesund, bleibt glücklich. Ich bin Papa Zock. Bis bald.